Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Monis Magical Vlog. Heute ist der 1. Dezember und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch in den Vlogs immer zeige, was ich in meinen Adventskalendern hatte. Ich habe ja insgesamt jetzt 4 an der Zahl. Einen von der Arbeit, da ist nur Lindschokolade drin, das ist nicht so spannend. Dann einen von Just Spices, von Rituals und von Badefee. Just Spices, ich mache die auch immer für Instagram auf, also falls ihr euch nicht gedulden könnt, bis der Vlog rauskommt. Ich zeige jeden Morgen bei Instagram, was in jedem Türchen war. Auf jeden Fall war heute im ersten Türchen bei Just Spices der Kartoffel-Arounder drin. Sehr gespannt. Kann man für Pommes nehmen, aber auch für Püree. Bin sehr gespannt. Dann bei Rituals. Übrigens, falls ihr auch noch nicht mein DIY-Video zu diesem Kranz gesehen habt, verlinke ich euch gerne bei dem i, könnt ihr gerne noch nachbasteln. Habe ich am ersten Advent hochgeladen. Und genau, in meinem Rituals, jetzt ist hier ein bisschen dunkel, in meinem Rituals Adventskalender war eine Kerze drin, und zwar Savage Garden. Riecht auch sehr gut, aber auch so ein bisschen männlicher, also jetzt nicht so blumig oder so. Schon sehr männlich, aber schon sehr gut. Und den dritten von Badefee habe ich noch nicht aufgemacht, das mache ich später, weil ich gleich erstmal zum Tierarzt muss. Der kleine Cookie ist krank, hat seinen eigenen, seit insgesamt jetzt 3 Nächten nachts immer Unfälle gehabt in der Wohnung, was er ja normalerweise nicht macht. Ich dachte am Anfang, okay, vielleicht hat er, haben Menschen ja auch mal so 1-2 Tage, wo sie, wo es nicht gut geht, Bauchschmerzen haben oder so. Aber heute Morgen war es auch ein bisschen blutig und schleimig und ich möchte jetzt die Details ersparen. Aber ich fahre jetzt gleich zum Tierarzt, habe einen Termin bekommen und dann hoffentlich kriegt er was und dann geht es ihm auch ein bisschen besser. Hat auch nichts gefressen gestern. Ja, genau so sieht's aus. Ansonsten wollte ich mal die Tage Bratapfel machen. Ich habe ein Rezept und ist auch gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, Bratapfel. Weil ich mag eigentlich, also ich mag Apfel, aber nicht warmen Apfel oder so in Kuchen oder so. Das mag ich eigentlich jetzt auch nicht so gern. Aber da Dominosteine drin sind, die mir sehr gut schmecken, wollte ich das mal austesten. Und da wollte ich eine Vanillesoße dazu machen wahrscheinlich, also einen Thermomix. Und den Bratapfel so machen, weil der ist echt super, super easy. Ja, genau. Das zeige ich euch dann noch in diesem Vlog. Und genau, ansonsten die ersten Türchen für den ersten Tag. Ich weiß noch nicht, wie lang der Vlog dann sein wird insgesamt. Wie viele Tage, wie viele Türchen. Ja, ansonsten schönen Dezemberstart, kann man das so sagen. Ach so, ja, ich kann euch ja noch Neuigkeiten erzählen. Ich muss euch noch so viel erzählen, fällt mir alles jetzt gerade ein. Ja, ich habe eine Wohnung gefunden. Die Wohnung, die ich auch unbedingt haben wollte. Erst wurde mir sie abgesagt, da war ich wirklich sehr, sehr traurig, weil sie mir wirklich sehr gut gefallen hat. Aber ich habe sie doch, jetzt hat sie gestern angerufen, die Vermieterin, und gesagt, ja, der erste Interessent ist abgesprungen. Jetzt wird das hier wieder unscharf. Mensch! Ja, also der erste Interessent ist abgesprungen und ob ich noch Interesse hätte, ich so, ja, jetzt kriege ich wohl den Mietvertrag die nächsten Tage. Und dann kann ich im Januar dann da einziehen, also hier muss ich ja eh bis Ende Januar raus, dann wird das so ein Übergang. Wenn euch das interessiert, mit dem Umzug und der Renovierung, ich muss halt streichen und eine Küche kaufen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne unten kommentieren, ob ich euch da mitnehmen soll beim Film, also mit der Kamera, ob ich euch das zeigen soll, wie das abläuft. Bei mir der Umzug. Und für die, die neu sind, denkt dran, Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr auch keine Videos. Genau, also das sind die ersten News. Dann die zweiten News. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Ankündigungsvideo schon angeguckt habt. Von unserem Magic Wonderland Team. Ja, jetzt ist es offiziell. Ich darf drüber reden, über unser Projekt. Brina, Vivi, Kevin, Daniel und ich sind das Magic Wonderland Team. Schaut euch gerne auch unser Ankündigungsvideo noch an. Ist auch auf meinem Kanal. Wir machen einen Livestream, einen Spenden-Livestream für Make-A-Wish am 12.12. um 17 Uhr. Werden wir live gehen und wir haben so viel geplant. Es wird einige Stunden gehen. Es wird gekocht, es wird gebastelt, es wird gebacken. Es gibt tolle, tolle Gewinne. Also ich kann euch jetzt sagen, es gibt super tolle Gewinne. Ihr dürft das nicht verpassen. Ja, also vor Weihnachten, also wer braucht denn nicht vor Weihnachten noch ein paar schöne Gewinne?
Ja, genau, das haben wir jetzt auch noch geplant. Darf ich jetzt offiziell drüber reden? Ich werde euch auch mal in den nächsten, vielleicht schon in diesem Vlog später noch einen kleinen Sneak Peek zeigen, was man so gewinnen kann, dass ihr euch auch freuen könnt. Dann gibt es auch eine Landingpage, also eine Homepage auf der Make-A-Wish-Seite zu unserem Livestream. Da findet ihr den Link, da findet ihr mehr Informationen, was gemacht wird, welche Gäste wir eingeladen haben und was es zu gewinnen gibt. Also das, genau, das verlinke ich euch gerne unten noch in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, ansonsten war es das erstmal von mir genug gelabert für den Anfang und ich fahre jetzt erstmal zum Tierarzt. So, kurzes Update vom Tierarzt. Cookie hat nur eine Spritze bekommen, Elektrolyte für zu Hause, Schonkost und ich soll ihm Kamillentee spritzen. Also so eine kleine Ampulle, Spritze, was ich ihm dann ins Maul schütten muss oder spritzen muss, weil freiwillig trinkt ja kein Hund Kamillentee. Ja, aber ihr geht es auch schon ein bisschen besser, hat schon ein bisschen Schonkost gegessen, also sollte in den nächsten Tagen wieder gut sein. Ansonsten wollte ich euch die Nummer 1 aus dem Badefee-Adventskalender zeigen. Genau. Badefee macht jetzt komplett vegane Produkte. Und da haben wir eine Amarena-Kirsch-Badepraline. Muss ich direkt mal ausprobieren. Ja, also ich habe schon mal Badefee-Produkte probiert, aber noch nicht alles. Und ja, bin sehr gespannt, die anderen Sachen noch zu testen. Ansonsten war ich gestern noch beim Zoll mein Amerika-Paket abholen und glücklicherweise musste ich gestern keinen Zoll nachbezahlen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich hatte wohl Glück. Ich habe mir diese zwei Weihnachtsbö-Jerseys bestellt. Einmal den roten Weihnachts-Jersey und den weißen. Der weiße ist so ein bisschen fließstoffmäßiger, so ein bisschen dicker als die normalen Jerseys. Ich zeige euch den gleich auch noch von hinten. Plus, dann habe ich mir noch die Ohren hier bestellt. Und diese leuchtende Weihnachtskette, die es dieses Jahr gab. Genau, alles bei einem Personal Shopper aus Disneyland Anaheim. Ich kann euch gerne auch unten mal seinen Facebook-Namen reinschreiben, weil den könnt ihr über Facebook kontaktieren. Ich habe jetzt das zweite Mal bei ihm bestellt, also wirklich sehr nett, sehr vertrauenswürdig. Und kann ich jedem empfehlen, kostet natürlich, also ist nicht ganz günstig, der Versand aus Amerika und die Gebühren. Aber wenn man wirklich was haben will, lohnt es sich. Und ja, ich zeige euch jetzt die Jerseys noch von hinten. Wir haben auch eine Sammelbestellung gemacht. Also wir haben uns die Versandkosten und die Gebühren geteilt. Dann ist es etwas günstiger, sagen wir es mal so. Ja, das ist der Jersey von hinten, der rote. Und der weiße. Und ich finde das so toll, dass das Schloss da drauf ist. Und diese, die einen Ohren, die hängen die da oben? Ja, kann ich euch gleich zeigen. Die passen perfekt dazu. Schaut mal, das Schloss, das ist so schön. Genau, welche Ohren ich meine. Die da. Passen die nicht perfekt dazu? So, Türchen 2 und 3 habe ich jetzt bereits geöffnet. In Türchen 2 ist ein Coco Kiss Lip Peeling. Ich habe bereits, also ich benutze schon sehr, sehr lange, das kann ich dir sogar zeigen, dass Coco Kiss Lip Balm und ich liebe es. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Peeling. Und im dritten Päckchen war Gesichtsseife Waffelform. Da bin ich immer gespannt. Genau. Also sehr, sehr happy bisher über die Produkte. Dann geht es weiter mit Türchen 2 und 3 von Rituals Kalender. In Türchen 2 dieses Shower Gel, davon hatte ich mal schon mal die Body Lotion benutzt und fand es sehr, sehr gut und bin jetzt mal gespannt auf das Shower Gel. Ich liebe sowieso das Shower Gel von Rituals. Dieser Schaum ist angenehm auf der Haut und das riecht immer sehr, sehr gut. Und im dritten Türchen, huch, Haus zerstört, ist dieser, jetzt kann man es dort ein bisschen umzufokussieren, ist dieser Body Mist sozusagen, ist so ein Körperspray, riecht auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe aber noch nie ein Körperspray benutzt. Ja. Und im Just Spices Kalender war im Türchen 2 das weiße Glühweingewürz und ich habe schon einige Nachrichten von Instagram bekommen, dass das beste Glühweingewürz ever ist. Ich bin sehr gespannt, ich werde es nämlich am Samstag testen, wenn meine Freundin zu Besuch kommt. Und im dritten Türchen war das Rühreigewürz. Ich bin auch sehr gespannt, wie das schmeckt.
was da alles überhaupt so drin ist in diesem Rührei-Gewürz. Meersalz, Pfeffer, schwarz, geschrotet, Paprikaraspeln, Petersilie, Schnittlauchröllchen. Ich mache jetzt nicht so viel Rührei, aber man kann es schon mal testen. So, weiter geht's mit den Adventskalendertürchen 4 und 5. Gestern war das Italian Stollen Spice drin. Ich dachte erst, das ist für Stollen, aber nein, das ist fürs Brot. Aber um drauf zu streuen oder wenn man Brot backt, kann man das auch reintun. Und dann Raclette-Gewürz. Bin ich auch mal sehr gespannt. Dann in meinem Rituals-Kalender von gestern war dieses Duft. Dingeling drin, also was halt, ich stelle mir sowas gerne ins Bad, damit es immer gut riecht. Und heute war eine Handcreme drin und ich liebe auch die Handcremes von Rituals. Übrigens wollte ich euch noch die Etagere zeigen. Ich habe schon sehr, sehr lange mit einer Etagere geliebäugelt bei Depot. Die sind leider nicht ganz günstig, aber in der Black Week habe ich mir jetzt eine geholt im Sale. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe es und dank der lieben Heidi habe ich auch das Lebkuchenhaus, also ist eigentlich eine Keksdose, aber ich benutze es jetzt einfach als Haus, als Deko. Genau, die hat um 4 Uhr nachts 2 Lebkuchenhäuser bestellt und hat da lieberweise an mich gedacht, weil es war irgendwie immer ausverkauft bei Shop Disney tagsüber. Irgendwie kam immer alles nachts und ich stehe jetzt nicht um 4 Uhr auf, um sowas zu bestellen, aber vielen Dank an Heidi, dass sie an mich gedacht hat. Und ja, genau so habe ich es dekoriert. Ich habe jetzt noch so ein paar Deko-Tannenbäume gekauft und da ist so die Mickey-Teelichthalde aus dem Disneyland. Und hier unten so ein kleiner Wald mit Rentieren und auch nochmal so ein Teelichthalter. Meine Freundin sagt, die Teelichthalter passen jetzt nicht ganz dazu. Könnt ihr unten kommentieren, was ihr dazu sagt, ob die jetzt dazu passen oder nicht. Ansonsten hier ist die Kette von Primark, genau, und dann hier so. Also ich finde es wirklich super schön und ja, ich habe jetzt mal in so eine Etagere investiert, weil die kann man ja auch wirklich weiter im Jahr benutzen. Also jetzt im Frühling anders dekorieren, im Sommer, Herbst kann man die einfach wirklich passend zur Jahreszeit dekorieren und ich liebe es einfach. Ich zeige euch mal im Ganzen. Und den Badefee-Adventskalender möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Im vierten Türchen war eine Fußbadpraline drin. Genau, für die Füße. Und heute war der Berry Kiss Lip Balm drin. Ich habe euch ja schon im... Fokussiert das immer das andere Ding. Ich habe euch ja schon in einem anderen... in demselben Vlog, aber schon vorher erzählt, als dieses Peeling drin war, dass ich bisher nur den Kokos... Lip Balm benutzt habe und jetzt mal ein bisschen was Fruchtigeres, bin auch sehr gespannt, aber ich mag die Lip Balsame eigentlich allgemein von denen. So, ich habe euch ja noch versprochen, einen Bratapfel zu machen in diesem Video. Hier seht ihr die Rezepte und es ist eigentlich super einfach. Man braucht nur 2 bis 3 Dominosteine, ein bisschen Schokopulver und Vanillesoße und natürlich Äpfel. Die Vanillesoße habe ich gerade schon im Thermomix gemacht. Das Rezept findet ihr im Cookie-Doo. Vanillesoße für jeden Tag, super easy, in 5 Minuten fertig. Und genau, jetzt fange ich jetzt an mit den Vorbereitungen für den Apfel. Ihr seht, auf 200 Grad vorheizen den Ofen, Deckel ausschneiden, Apfel entkernen, die Dominosteine reinfüllen und den Deckel drauf und dann 30 Minuten für den Ofen. Und das war's in den Ofen. Und das war's im Prinzip schon. Also ich bin sehr gespannt, ob es mir schmeckt, weil ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich kein Fan von warmem Apfel bin. Aber vielleicht schmeckt es mir ja ganz gut. So sieht der Apfel jetzt aus mit dem zerkleinerten Dominostein. Da sind jetzt 2 drin. Da kommt dann noch der Deckel drauf. Und dann kommt das für eine halbe Stunde in den Ofen. Ich mache jetzt mal ein. Ich weiß, ein bisschen Verschwendung für den Ofen. Aber ich weiß halt nicht, ob es mir schmeckt. Aber die Vanillesoße, da kann ich sagen, die ist richtig lecker. Ja, also ich zeige euch dann das Endergebnis und sage euch, ob es mir geschmeckt hat. Ja, bei mir läuft es auch nicht immer perfekt. Mein Apfel ist etwas auseinandergefallen, wie man sieht. Aber ich mache da jetzt Vanillesoße drauf und dann wird das schon irgendwie schmecken. So, ihr seht, mein Bratapfel ist weg. Und ich muss sagen, er sah wirklich besser als erwartet. Er hätten vielleicht ein bisschen mehr Dominosteine sein können. Also das heißt, ich hätte den Apfel ein bisschen weiter ausholen müssen.
mehr Dominosteine rein. Und die Vanillesoße aus dem Thermomix hat es natürlich wirklich rausgerissen. Also die war wirklich richtig geil. Also ich muss sagen, habe noch nie Bratapfel gegessen, aber fürs erste Mal war es echt lecker. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, es ist Zeit, einen Haul zu drehen und ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen, wie das bei mir so aussieht, wenn ich einen Haul drehe. Total chaotisch. Genau, hier seht ihr die Softbox, da geht dann das Licht an. Da stelle ich dann immer die Kamera hin. Hier steht dann mein Stuhl, den kann ich jetzt eigentlich auch schon mal hinstellen. Genau, da. So steht dann mein Stuhl da und alles auf dem Boden muss ich dann zeigen im Haul. Also das ist alles, was ich im November gekauft habe. Also wie ihr seht, immer total chaotisch und ja. Entschuldigung, verschluckt. Ja, also um euch mal zu zeigen, wie das mal hier aussieht, dann brennt immer das Licht da hinten. Ja, behind the scenes. Ja, heute ist Nikolaustag und in meinem 6. Badefeetürchen war, die kann man nicht essen, obwohl er sehr, sehr lecker aussieht, war diese Badeperle Praline von mit dem Winterwonne-Duft. Sieht sehr, sehr gut aus. Also ich würde direkt reinbeißen, aber nein, ist nur zum Baden geeignet. So, ich habe ja den Maybelline Adventskalender, der nur für die Adventssonntage gilt und für Heiligabend. Und heute war da eine Lidschattenpalette drin. Genau. Zum Abschluss des Vlogs zeige ich euch noch, was in meinem Rituals, in meinem Just Spices Kalender heute am Nikolaustag drin war. Heute war eine Green Cardamom Kerze dabei. Ist jetzt die zweite innerhalb von 6 Tagen. Naja. Und heute im Just Spices Kalender war Fleisch- und Bratengewürz. So, das war mein Moni's Magical Vlog. Ich werde jetzt den Abend hier am Nikolaustag, am 2. Advent einfach ausklingen lassen. Ich werde jetzt entweder die gute Fee oder Mulan gucken. Ich habe beides noch nicht gesehen. Gern unten kommentieren, wenn ihr es geguckt habt, wie ihr die beiden Filme findet. Ich habe Noelle geguckt, da war ich jetzt nicht so begeistert von, aber ist ja Geschmackssache. Ansonsten möchte ich euch noch an etwas erinnern. Vergesst den Livestream nicht am 12.12. ab 17 Uhr mit dem Magic Wonderland Team. Wir werden uns ja aufteilen, wir sind ja Corona-konform. Brina kommt zu mir, werden hier im Wohnzimmer sein und Daniel fährt zu Vivi und Kevin. Und genau, und da werden wir aus zwei Studios sozusagen live gehen. Wir werden basteln, wir werden kochen, wir werden backen, wir werden alles Mögliche machen. Schaut gerne mal auf der Landingpage vorbei, verlinke ich euch unten in der Infobox. Da habt ihr auch alle Gewinne nochmal. Also schaut gerne mal rein, wir haben Gewinne von über 5.300 Euro für Jung und Alt, für Mädchen, Junge, Frau, Mann, alles dabei, alles abgegrast. Genau, als Highlight kann ich schon mal eine Nintendo Switch sagen und den Rest Switch Lite. Nintendo Switch Lite. Wir wollen ja der Richtigkeit halber sein. Danke nochmal an Nintendo. Und die anderen Sachen könnt ihr euch gerne auf der Landingpage angucken. Wie gesagt, unten in der Infobox. Genau, ansonsten war es das von meiner Seite. Bis zum nächsten Moni's Magical Vlog oder anderem Video. Und wir sehen uns am spätesten am 12.12. ab 17 Uhr. Einschalten nicht vergessen.